willkommen bei einer neuen Folge von Arc Age mit Lyrina und zwar mit unseren beiden Kätzchen hier. Hallo! So, wir sind natürlich jetzt ein Stück weiter. Wir haben jetzt den Hauptmann erreicht, wo wir uns melden sollen. Ja. Ich würde sagen, wir werden den jetzt aber mal tanzend ansprechen. Ah ja, richtig. Ich muss ja da hin. So. Okay, sprechen wir ihn lieber jetzt erstmal schon mal an. Okay, der Hauptmann. Immer noch. Ernsthaft? Oh Gott. Falkenripp wurde angegriffen? Verdammt! Die Schimmertruppen haben wohl den Boten aufgehalten, bevor er uns erreichen konnte. Wir haben schon so genug Probleme, sie hier bei uns zu bekämpfen. Ah, toll. Okay, wir haben also schon mal Bericht erstattet. Ich habe das Gefühl, du lachst irgendwie die ganze Zeit. Okay, wir können uns kaum noch halten und meine Männer verlässt langsam der Mut. Wir haben nach Verstärkung geschickt, aber ich glaube, sie ist in den Bergen verschollen. Könntest du eine dieser Kriegstrommeln am Rande des Basislagers spielen, während ich aufpasse? Ich hoffe, dass wir die Verstärkungstruppen mit genug Lärm rechtzeitig zu uns führen. Wir sollen Trommeln spielen? Oh yeah! Tanzen hingehen. Komm her! Gut, dann spielen wir mal ein bisschen Musik. Ja, nice. War gut. Wow, das war ja es jetzt schon. Und ich durfte es nicht tanzend machen. Oh. Nur ein paar Kämpfer und ich glaube, dann können wir diese Schlacht zum Guten wenden. Was der nicht alles glaubt? Du solltest doch nach Graudunst reisen. Könntest du uns unterwegs noch einen Gefallen tun? Nein. Oh, anscheinend dürfen wir nicht auswählen. Wir haben diesen Brief bei einem der Shima-Nekromanten gefunden. Wir denken, er könnte wertvolle Informationen enthalten, aber er ist eine Art Geheimschrift geschrieben. Das können wir entziffern, kein Problem. Zeig mal den Zettel her. Aber nein, die geben uns das nicht. Wir können nicht selber entziffern. Wir müssen immer erst den Boten spielen. Könntest du das gute Stück zu Maras Amma in Graudunst bringen? Vielleicht kann er es entziffern. Und wenn du uns hilfst, ist der Mara vielleicht auch eher geneigt, dir entgegenzukommen, wenn du etwas von ihm willst. Sehr gut. Klasse. Na dann. Ich sehe unseren Tod schon. Ich meine, jupp. Lass uns weiter. Ja, schon, ne? Ich muss mir so wahrscheinlich die erste Stimme. Einfach weiterlaufen, lass die immer schön kämpfen hier. Immer schön kämpfen ja, lassen. Ja. Machen die wahrscheinlich Tag und Nacht. Ja, durchgehend. Gegner. Da oh, ist schon wieder jemand. Ja, ja, wahrscheinlich müssen wir hier die Sachen hier bekämpfen. Ich bin mal gespannt. Bäh, siehst du das? Diese widerlich Bockenschildschleime haben mich mit ihrem Gift erwischt. Jetzt ist mir so schwindelig, ich kann nicht mal mehr genau gerade aussehen. Schweige denn kämpfen. Könntest du diese verdammten Maden für mich beseitigen und die Straße frei halten? Ich wusste es. Ich wusste es. So. Und denk ans Looten. Ja! Ich weiß! Ticket. Wie viele müssen wir eigentlich? War's schon. Oh. Wow. Okay. Also es könnten ruhig mehr sein, meiner Meinung nach. Mhm. So 10 Stück. Wenig. Weil es laufen so viele rum, 10 Stück wären schon ganz okay. Gut gemacht. Hey, du hattest doch beim Trio-Ritual Probleme, oder? Hör zu, ich weiß nicht, was auf den Klippen los war, aber weiß, soweit es mich betrifft, hast du immer ehrlich gekämpft. Hier, nimm das als Belohnung. Gut. Naja, ich nehme mal Abstand von dem, der stinkt ein bisschen. Mhm. So, was haben wir hier eigentlich noch? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ich wurde fast überfahren! Ich wurde... Ich meine, hätte mir so irgendwie so ein Karren oder so. Ah! Ich hab's bemerkt. Oh, möchte Kaninchen zum Frühstück? Oh nein, wieso die armen Kleinen?
Wir sind Level 1. Ja. Abzeug. Oh, na und? Oh, ich denke mal, das wird eins der Dörfer sein, wo wir einiges zu tun haben. Wahrscheinlich, ja. Dann direkt hier die Priesterin mal anquatschen. Die hat nämlich eine Aufgabe für uns. Ach. Okay, bei mir hat die gar keine. Nicht? Mitglied der Unheilfürstenzunft. Hast du vom Jenseits gehört? Kannst Skillsets ändern, sobald du drei davon aktiviert hast. Oh, ich glaube, ich muss erst Level 10 werden. Kann das sein? Ja, genau. Teil meiner Aufgabe als Tämmer ist es, mit den Leuten über das Jenseits zu sprechen. Level ich noch ein bisschen. Die will mit dem Jenseits sprechen. Nein. Ach lol. Einfach mal zweimal anquatschen und schon habe ich das erledigt. Hm. Na gut. Dann kämpfe ich hier noch ein bisschen. Wir können weiter. Meinst du? Okay. Okay. Ich habe nämlich hier gar keine Aufgabe. Okay. Könnte sein, dass ich da esse. Hm? Ja, ich bin jetzt in der Stadt. Da kommt Stadt? Da laufen hier. Achso. Ja, doch, da habe ich zwei Aufgaben. Einmal hier das Fragezeichen, noch ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen habe ich hier jetzt schon mal. Genau, ja, das stimmt. Guck mal, der eine rennt die ganze Zeit hier gegen das Ding. AFK-Typi. Ja, der wahrscheinlich hat er auf die Karte geklickt, wo er hinlaufen will und ja, lass mal laufen, ne? Okay. Ich habe gespürt, dass jemand nach mir sucht. Die Spatzen hörten, wie mein Name gesprochen wurde. Warum kommst du zu mir, Kind der Ebenen? Naja, ich habe jemanden umgebracht, ne? Ich habe ein Mitglied unseres Volkes niedergestreckt. Er nahm an einem nekromantischen Ritual teil und griff mich an, als ich versuchte, es aufzuhalten. Seine Freunde werden aber etwas anderes erzählen. Und wenn ich nicht meine guten Absichten beweisen kann, werde... Hä? Das war irgendwie abgeschnitten. Ich habe dich den... Ah gut, egal. Du bist eine ehrliche Person, nicht wahr? Schlimmeres. Du bist eine ehrliche Person, nicht wahr? Genau, das ist einfach mal so eine Frage. Ja, bin ich. Und dann ist das Problem gelöst. Wenn du wirklich denkst, deine Seele wäre rein, dann besuche den Altar des Windgottes am See, der als Auge des Tages bekannt ist. Ein junger Schamane namens Shermin bewacht ihn. Diese Namen sind lustig. Finde ihn und lege etwas Weihrauch der Reinigung in das Räuchergefäß des Wächtergeistes. Wenn dein Gewissen wahrhaftig rein ist, könnte ihnen die Geister ein Zeichen geben, um deine Unschuld zu beweisen. Also er schickt mich von einem Schamanen zum anderen. Ich habe Großmaschane gelesen als erstes. Ich Großschamane, Großmaschane. Also das ist auch nicht schlecht. Okay, dann mal ihn hier anquatschen. Oder sie? Sieht wie eine sie aus, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es. Ja, genau. Was ist das? Ein kodierter Brief von dem Schima? Ich verstehe, es war klug von Hauptmann Würger, ihn mir zu schicken. Also schön, du kannst innerhalb unserer Grenzen bleiben. Wir sprechen uns wieder, wenn ich den Brief dekodiert und herausgefunden habe, was die für Informationen uns gebracht hast. So. Ich bin mal gespannt an die Informationen. Und guck mal, hier Omi, die will irgendwas von uns. Oh, die sieht gar nicht so alt aus. Doch trotzdem schon am Stock war. Du dort, kannst du einer alten Mutter helfen, ihre Söhne zu finden? Nein. Als meine beiden. Du musst das doch so lesen. Du dort, kannst du einer alten Mutter helfen, ihre Söhne zu finden? Ja. Als meine beiden Jungen von den Schwierigkeiten mein Auge des Tages hörten, stürmten sie gleich los, um die Ehre unseres Stammes zu verteidigen. Ihre Namen sind Hento und Shota. Es sind starke Krieger und komische Namen. Aber ich habe über einen gefährlichen Unhold gehört, der die Kobolde in dieser Gegend entführte. Eine riesige Kreatur, die nach Piratenblut dürstet. Ich mache mir Sorgen, dass der Verstand meiner Jungen von ihrem Stolz geblendet wird. Könntest du dich vergewissern, dass es ihnen gut geht, falls du sie siehst? Okay. Wirklich viel besser. So, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier irgendwo auch eine Bank oder irgendwas... Oh mein Gott. Ja, die sind echt süß, ne? Aber der sieht irgendwie versteinert aus. Der blinzelt nicht mal. Boah, der Schwanz steht auch so nach hinten, so ganz gerade. Ah ja.
Lagerverwalter. Sehr schön. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hinter dir. Was war das? Ja, da. Hallo. Hier, Lagerverwalter. Erstmal die Sachen, die wir nicht brauchen, reinschmeißen. Ja, so. Dann ja. Später gucken, dass wir gleich noch die Sachen verkaufen, die wir wirklich nicht brauchen. Ich werde jetzt kurz mal die Sachen öffnen hier. Nein. Die Idee. Das schließen, das öffnen. Ah, dafür braucht man wieder Arbeitspunkte. Gut, dass ich heute nur herumstand dafür. Okay, ich habe ein Schwert bekommen. Ich finde mein Zepter eigentlich ganz cool, was ich anhab. Ja? Hm. Ist gegenständig. Ein Notachi. So, dann schmeiße ich das mal rein, was ich erstmal nicht brauche. Ah, Questgegenstand kommt nach da unten. Zeichen, Wortgruppe, nicht handelbar. Was auch immer. Okay, dann gucken wir mal, ob ich bessere Waffen bekommen habe. Nein. Ein Stab habe ich gekriegt. Nein, das Schwert ist auch nicht besser. Der Gürtel ist schlechter. Der ist gleich bleiben, alles klar. Dann brauche ich jetzt einen Verkäufer. Aber mir ist auch alles schlechter als mein Zepter. Ja. Irgendwie. Hm. Oh. Gehen wir einfach mal zu irgendeinem Händler. Jens Heilkraft. Den SPS. Oh no. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin Händler. Bei dem kann man bestimmt Sachen verkaufen. Jupp. So, was bekomme ich? 11 Silber. Wow, ich habe schon Gold zusammen. Sehr gut. Ich bin reich. Oh mein Gott. Ich habe 88 Silber. Wo ist denn hier ein Händler? Hier, zum Verkaufen kannst du hier hin. Ja. Nee, das geht. Das will ich nicht verkaufen. Oh, das geht nicht. Das kann nicht verkauft werden, okay. Ja, manche Sachen kann man nicht verkaufen, manche muss man dann einfach wegwerfen oder was auch immer es ist. Ich weiß ja nicht, was du jetzt versuchst zu verkaufen. Jetzt habe ich auch ein Gold zusammen. Richtig, ein Gold und 12 Silber. Ein Erfolg! Dann schmeiß ich die halt weg. Was ist denn das, was du wegwerfen willst? Ja. Dann haben wir die gleichen Ohrringe gehabt. Ach so. Du kannst zwei Ohrringe anhaben, ne? Ich hab schon zwei an. Das ist ja das Problem. Ich hab's hier nochmal bekommen. So, dann würde ich sagen, wir begeben uns mal weiter. Okay. Da lang. Einfach querfeldein hier. Jo. Oh, hier ist was zu tun. Ja, das sind die Sachen, ach, die du hier benutzen kannst. Craften. So, fürs, genau, fürs Craften. Das ist hier überall. Ja, nice. Oh, wir müssen durch dieses Gebiet hier durch. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Oh, wir müssen aber ein Stück laufen. Ja, und zwar rechts rum. Hm, ich denk mal auf dem Weg. Hm, stinkt das Ding. Hier immer so vereinzelt ein einziges Häuschen steht. Das ist von Spielern, glaube ich. Meinst du? Ja. Wirklich. Oh, da ist eine Tagesaufgabe und eine Mission. Geradeaus. Weiter. Achso. Achso. Guck, hier hast du noch einen Baum. Kannst du noch ein bisschen skillen. Ich habe nur noch 6 Arbeitspunkte. Oh, ja, nee, dann lieber nicht. Gut, dann gucken wir erstmal das tägliche. Die Anwesenheit des Rattenzahnstammes entweiht das Auge des Tages. Jeder Firankrieger, der solchen Abschaum beseitigt, wird sich um seinen Stamm Ehrenbereich
bereiten. Sehr gut. Ist auch in die Richtung, das ist doch schon mal gut. So, jetzt habe ich den Bergarbeiter noch. Sei mir gegrüßt. Willst du zum Auge des Todes? Ich sollte dich warnen. Eine Gruppe Kobolde, Achtung, bekannt als Rattenzahnstamm, ist kürzlich in diesen heiligen Ort eingedrungen. Ich mag keine Kobolde. In keinem Spiel. Ich habe in der Nähe Erz abgebaut, als eine Bande von ihnen all meine Ausrüstung gestohlen hat. Wenn du dort reingehst, könntest du mir dann meine Spitzhacke zurückbringen? Warum müssen wir immer in die komischen... Fein, du kannst nicht Nein sagen, ne? Was kann man denn mit dem Feuerholz machen? Oh, ich habe erworben Feuerholz. Ups. Ich weiß jetzt nicht. Ja, gut. Ja, geil. Aber... Für alles hier lang, ne? Ja, aber ich denke mal, das war's erstmal für diese Folge. Wir haben wieder ein bisschen was erfahren. Wir haben ein neues Dorf kennengelernt, neue Leute. Jetzt haben wir 4 Quests, die wir machen können. Und sie tanzt schon wieder, das gibt's doch nicht. Dann mache ich wenigstens dazu Musik. So. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.